kom i luftbrunn for sonne. Dure schmelze, gib mir noch die Zeit, du zerfalle zu Staub. Wenn du mit mir rechnest, bin ich schon weg. Für mich ist das Wichtigste der Umgang mit der Stimme. Also ich denke alles von Stimme aus. Ich habe meinen Musikstil immer als R&B betitelt. Und ich denke, das passt schon am besten. Der warme Teil an meiner Musik ist das R&B und der kühler Anteil ist wahrscheinlich der experimentelle. In meinen Texten geht es eigentlich um alle Facetten, die das Leben so mit sich bringt. Also von den Abgründen bis zu den Hochgefühlen und allem, was dazwischen ist. Das hat auch eine hohe Emotionalität, würde ich sagen. Und sicher auch Absurdität. Ich gehe gerne dorthin, wo man es spürt. Manchmal geht die Welt unter. Über Körperlichkeit singen, Sexualität. Sinnlichkeit, Absurdität, das habe ich auf Schweizerdeutsch halt fast noch nie gehört und auch nicht von einer Frau. Und dann habe ich wie gefunden, okay, dann ist das wie quasi dort, wo ich schauen muss, was es Tolle gibt. Ich kann auf Schweizerdeutsch eine Sprachsicherheit nutzen, die ich in keiner anderen Sprache habe. Also Schweizerdeutsch ist wirklich so mein Revier quasi. Dort muss ich niemanden noch fragen, du, stimmt das, kann man das so? Dort habe ich Lust zum Experimentieren und ich weiss, jeder Fehler, den ich mache, ist gewollt. Dung in meinen Abgründen. Will ich nicht absteigen. Meine Herkunft hat einen grossen Einfluss auf meine Musik, würde ich sagen, weil ich halt als Kind in den 90er Jahren auch die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, allein aufgrund des Namens aufzufallen und auch eine gewisse Abneigung zu spüren. Ich habe einen Itch-Namen, ich heiße Kirstitsch. Unaussprechbar für sehr viele Menschen. Ich kann irgendwie umgehen damit, wenn etwas Komisches ist an mir oder wenn es eben aneckt. Und dort interessiert es mich dann auch, musikalisch herzugehen. Genau. Salz, Luft, Wasser, Dampf. Ich gehe zurück in meinen Urzustand. In meinem neuen Song «Ohne Idee» geht es um die Selbstliebe. Also, dass man sich wie im Bewusstsein ist, dass man auch ohne Partnerin sein können und so mit sich selber eine Beziehung führen kann, die eigentlich nährend ist. Aber in dem Innen auch mit jemandem zusammen sein können. Oder mehreren Personen, wenn man das wünscht. Und im Wissen darum, es ging auch ohne. Aber genau darum wollte ich mit dir sein. In meinen Videoclips spiele ich eigentlich immer mit Bilder, die die Menschen haben, vom Frausein. Und was mich interessiert, vor allem, ist neue Bilder kreieren. Ich will nicht reproduzieren, was schon da ist oder was verlangt wird von mir als Frau, sondern ich will ein neues Bild kreieren, das aber ich kreiert habe. Das Bild vom Stripclub, von der rasierten Haare, von jetzt auch mit dem Schleier, ist so der Versuch, das, was eigentlich gewünscht wird, von einer Frau ein bisschen zu ramponieren und anders auszulegen oder für mich auszulegen. Du weißt, was ich meine. Ich verstehe, was du sagst.